Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer Mod-Vorstellung und zwar von der Robamaus 5 vom lieben Kohltiki, der liebe Thomas. Lieber Thomas, erstmal Dankeschön, dass ich dir die Maus vorstellen darf. Und ihr Lieben, die Maus, die ist es wirklich saucool. Ich zeige euch jetzt auch mal, warum. Ihr seht ja draußen ja schon für verschiedene Varianten in den verschiedenen Farben. Das ist nur eins davon. Wir schauen mal in den Shop rein. Wir gehen unter Rübentechnik. So, dann gehen wir nach hinten. Da finden wir hier die Multimaus bei Kohltiki für einen Preis von 369.000 Euro. Ist wieder Originalpreis, wenn wir mal hier vorne hingucken. Hier ist die Originalmaus. Ihr seht, die Daten sind hier fast identisch und es wird euch gleich auffallen, was hier ganz anders da ist. Denn der liebe Thomas hat uns hier zu den Standardwerten von 260 kW, 354 PS, einen Dieseltank von 1225 Liter und 95 Liter AdBlue, einer Geschwindigkeit von 40 km/h, was auch der Standardvariante entspricht, natürlich noch einen Bunker eingebaut. Das heißt, wenn ihr vorne Material aufnehmt, das durch die Maschine durchläuft, habt ihr Reserve in der Maschine schon von 15.000 Litern. Wir haben eine Arbeitsbreite von 10,2 Metern. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Ihr könnt hier wirklich, wirklich alles überladen, was es an Fruchtsorten so auf den Karten verbaut ist. Gibt. Dazu aber dann draußen mehr. Wir schauen sich das mal an, denn es ist ja nicht bloß so, dass der jetzt hier die Busti einfach die Fruchtsorten aufnimmt. Nein, der liebe Thomas hat sich auch diese Mühe gemacht, die Texturen dazu einzufügen, dass die auch sauber über das Band laufen. Also das absolute Partikelsystem, wo zu den Fruchtsorten gehört, ist hier verbaut. Da hat er sich echt sehr viel Mühe gegeben, weil ich weiß selber, dass das nicht ganz so einfach ist, aber hat er top gemacht. Wirklich 1A, aber wir schauen sich das dann draußen an. Wir gehen mal kurz hier rein in den Shop und konfigurieren sich eine. So, hier sehen wir die Robomaus. Texturmäßig absolut toppi, kann man nichts sagen. Ist ja wie vom Original übernommen. Der Thomas hat schon geschrieben, er wird dann noch optisch in der Final-Version noch was übernehmen. Wir sind ja bis jetzt noch in der Work-in-Process-Phase. Das habt ihr ja gesehen. Und wie gesagt, wenn sie final fertig ist, wird sie noch ein bisschen optisch aufgewertet. Ich bin sehr gespannt, was er da noch draus macht, denn ich finde sie jetzt schon mega geil. So, aber jetzt gehen wir wieder rein. Wie ihr seht, wir haben hier schöne Farben. Und für die Farbenverliebten haben wir hier eine ultimative Farbauswahl. Das ist nicht mehr normal. Wirklich, also mir gefällt ja die Variante in Schwarz zum Beispiel sehr gut. Wenn wir jetzt hier einfach mal auf das normale Schwarz gehen, schaut die schon richtig geil aus. Ja, alles schön glänzend. Thomas hat sie uns auch noch in Chromschwarz mit eingepackt, in Satin Black. Schaut natürlich auch sehr edel aus, muss ich jetzt wirklich sagen. Das gefällt mir jetzt sogar optisch sogar noch besser. Ist nämlich so ein bisschen matter. Und steht dieser Robomaus total gut, also wirklich sagen. Aber auch alle anderen Farben sind total klasse. Also ich bin mir sicher, da ist für jeden von euch was dabei. Absolut heavy, wirklich heavy. Thomas, Dankeschön dafür schon mal. Wenn wir jetzt mal rausgehen, gucken wir mal raus, habe ich sie hier schon aufgestellt. Wie gesagt, texturtechnisch 1A, kann man nichts sagen. Die Farben, wo Thomas reingebastelt hat, mega geile Auswahl, wirklich mega geil. Funktionstechnisch, da gehen wir mal rüber, denn ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Und um das euch mal ein bisschen zu zeigen, wie das ausschaut. Ach, wir nehmen einfach noch eine zweite Maus mit. Ja? Wir nehmen die schwarze noch mit. Können wir ein bisschen überladen da noch. Dann so seht ihr auch mal die Funktionen. Wie gesagt, Innenraum und so weiter ist alles eigentlich original. Also es schaut top aus. Wenn wir hier fahren, es ist einfach nur klasse. Er hat Allradlenkung. 40 km/h schnell, habe ich euch ja erklärt. Jetzt fahren wir mal hier rüber. Soundtechnisch auch alles toppi. Aber wie gesagt, alles wie es original eigentlich ist. Da ist wirklich klasse. Nun haben wir natürlich hier verschiedene Fruchtsorten. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen rumgespielt. Ganz klar, ich möchte das natürlich auch vorab schon mal ein bisschen testen, wie wir machen können. Was mich sehr gefreut hat, ist zum Beispiel hier, was vielleicht ein bisschen untypisch ist, aber es ist halt eine wirklich saucoole Funktion, Kalk aufzunehmen. Ihr drückt mit der Taste X. Die Maschine ist zum Aufklappen. Ihr seht, der Sitz fährt zur Seite, beobachtet nach hinten dann das Förderband. Ihr seht, es klappt hier aus. Der Auslegerarm kommt auch raus. Wenn wir hier mal kurz das Menü einblenden, dann haben wir hier das Standardmenü. So, macht es mal kurz zu. Mit der linken Maustaste gedrückt halten, die Maus nach links und rechts schieben,
verstellt ihr hier den Arm. Ihr könnt den Arm nach links fahren, ihr könnt nach rechts fahren. Ich fahre jetzt mal hier zurück nach links. Ihr seht, das Gewicht geht automatisch mit. Es müsst ihr nicht extra bewegen, sondern es ist alles fein abgestimmt. Es ist gut ausbalanciert. Mit der gedrückten linken Maustaste nach oben und unten fahrt ihr den Auslegerarm rauf und runter. Mit der Taste G. Schön gemacht. Schauen wir mal rein. Da schalten wir die Kontrollgruppe Einzug. Kontrollgruppe Einzug ist natürlich hier vorne der Arm, der wo natürlich das Material heranschiebt und heranzieht. Ihr seht, dieser Arm bewegt sich vorne. Gedrückt die rechte Maustaste und nach rechts zum Beispiel geht der Auslegerarm hier vorne raus. Er schiebt nach links, geht er wieder rein. So zieht man eigentlich das Material zu sich her. Das brauchen wir jetzt nicht. Mit V senken wir natürlich die Maus. Mit V heben wir sie auch wieder an. Mit der Taste B schalten wir die Maus ein und ihr seht, da läuft schon Material durch. Und ich fahre jetzt noch ein bisschen heran. Ihr seht, das Förderband füllt sich. Und wir schauen jetzt mal. Wir haben 15.111 Liter haben wir jetzt aktuell in der Maus gebunkert. Sprich die Strecke von vorne, vom Einzug bis hinter zum Auswurf. Und wenn wir jetzt mal einen LKW holen, ich laufe jetzt mal hier durch schnell und stell mal kurz drunter. Wir fahren mal eine Runde hier. So. Und dann schauen wir mal, wie das klappt, wenn der jetzt hier überlädt. So, wir fahren drunter. Ihr seht, er ladet noch nicht automatisch rüber. Steigen hier in die Maus ein. Und wir bekommen hier den Befehl, überladen starten mit der Taste I. Ich schalte mal vorne nochmal auf die Kontrollgruppe für das Entladerohr, damit ich hier hinten noch ein bisschen nachjustieren kann. Wenn ich von der Kabine aus das arbeite, sehe ich das natürlich genauso. So, ich kann das hier auch nachjustieren. Sehr schön. Und ich drücke jetzt einfach mal I, um den Kalk hier überzuladen. Dann steuert es ein bisschen nach. So, ihr seht, ich kann hier jederzeit fahren, um hier Material nachzuholen, weil, wie ihr seht, habe ich vergessen, mit B einzuschalten der Maschine, damit vorhin der Einzug auch funktioniert. Und fahre jetzt ein Stück nach, damit hier das Material immer schön durchläuft. Und ihr seht, es funktioniert 1A. Also selbst dieser Kalk, was ja eigentlich schon so eine Fusselarbeit ist, damit irgendwo rauszuholen wieder, wenn man es irgendwo abgekippt hat, ist total cool. Ihr seht, das geht ratzfatz, also ist wirklich klasse. So, dann schauen wir mal, wir fahren mal noch ein Stück zurück, damit auch die Reste hier entleert werden. Jetzt haben wir natürlich vergessen, hier das Band. So, den Rest raus. Tja, Wahnsinn, was da durchgeht, wie schnell so ein Berg überhaupt weg ist. Ist schon krass, also wirklich krass. So, gucken wir mal, ob noch irgendwas ist. Ja, da vorne ist noch ein bisschen Kalk gewesen, ihr habt es gesehen. Und jetzt kommt eigentlich schon der Mais nach, was ja krass ist, weil er nimmt ja irgendwie sogar schon zwei Fruchtsorten auf. Das ist ja... ah, das ist cool. Es ist wirklich cool. Das heißt, ich muss nicht erstmal ein Band leer machen, sondern wir kippen jetzt das mal kurz hier aus wieder. Mal schauen, ob dann auch der Mais da reinkommt. Fahren wir mal ein bisschen zurück. Ah, das ist cool. Es ist wirklich cool. Schnell den Kalk aus dem Kipper kippen. So. Und wieder drunter. Ich bin jetzt sehr gespannt. So, rein in die Maus und mit I den Mais überladen. Es ist ja mega. Ach so, ich habe vergessen, wieder natürlich einzuschalten. Oh, jetzt käme Kalk nochmal. Das ist natürlich jetzt nicht so gewollt gewesen, ihr Lieben. Aber vielleicht können wir den Kalk da hinten auf diesen Kalkberg hauen. Wenn wir den mit vielleicht STRGI überladen können. Und wir können mit STRG überladen, habe ich gesehen. Oder? Nee. Wir werden es sehen.
Mal schauen, was er macht. Doch, wir können mit SDRG überladen. Das ist doch sehr cool, ihr Lieben. Das heißt, wir könnten da vorne das, was an Kalk noch drin ist. So, jetzt ist es weg. Jetzt fahren wir einfach mal da drüber. Also ihr könnt auch Restprodukte einfach noch so abladen. Das funktioniert ohne Probleme. Ich wollte jetzt eigentlich euch zeigen, weil man kann ja nie wissen. Wenn wir jetzt hier reinfahren, müssen wir mit denen natürlich wieder einschalten. Das darf man nicht vergessen. Und drehen jetzt den Turm hier rüber. Passt das ungefähr drüber? Ja, Mais können wir überladen schon. Da rutscht er durch. Ist jetzt nicht viel mehr. Und zack, ist er weg. Okay, hier ist wo rein. Passt. Gucken, Blinklichter. Ja, schaut bei den schwarzen schon total geil aus, muss ich echt sagen. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt hier wirklich sämtliche Sorten an Material, Frucht etc. aufnehmen. Hier haben wir Strohpellets zum Beispiel. Es ist einfach nur cool. Also es ist egal, was ist. Hackschnitzel, Früchte, es geht alles, wirklich alles. Mit STRGI könnt ihr zum Beispiel auch das Material einfach umlagern. Also ihr seht jetzt gerade, was ich jetzt mache. Der Weg war mir da der Haufen war mir da im Weg so rum. Und ja, ich lade jetzt das Produkt einfach mal auf dem anderen Haufen rüber. Kann das natürlich auch da drüben ein bisschen steuern, wo ich den Haufen ungefähr hinhaben möchte. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Material. So. Machen wir vorne hier hoch schnell. So. Material geht rein. Hinten mache ich echt schön Berg. Das gefällt mir sehr gut. Ist toppi. Einfach nur toppi. Ja. Ihr seht's. Also Thomas, ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ist ein sehr schönes Spielzeug. Eigentlich genau das, was ich gebraucht habe. Oder was wir brauchen. Von daher echt Hammer. Auch die Texturen, wie schön die vorne im Einzug reinlaufen. Also man muss sich das echt mal anschauen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, dass man das so schön hinkriegt. Und ist einfach nur klasse. Wir fahren mal noch ein Stück vor. Wir schauen uns die Beleuchtung an. Natürlich auch hier überall unsere Arbeitslichter. So, wir drehen jetzt mal den Turm weiter nach rüber. Und damit ihr seht, dass wir nicht nur in eine Richtung schwenken können. So, ich mache jetzt das da hinten. Ich habe STRG immer noch gedrückt. Ich kann das aber auch mit STRG wieder drücken, unterbrechen. Wenn ich jetzt wieder STRG drücke, kann ich da hinten diesen Haufenprinzip drücken. Und ihr seht, ich kriege hier einen schönen Bogen zusammen. Ich kann das hier, also richtige schöne Spuren bauen. Perfekt, ne? Ihr seht, es geht hier Mist gerade durch. Also zum Mist überladen für einen euren Hof, wenn ihr einen riesen Mistberg habt. Oder für die BGA zum Überladen. Oder zum Düngen oder sonst irgendwas. Könnt ihr auch hier mit der Maus überarbeiten. Es ist klasse. Einfach nur top. Ja, der Mod an sich selber ist natürlich lockfehlerfrei. Da gibt es gar nichts zu meckern. Wir können ja mal gucken, wie es ist, wie die Maus hier in der Nacht ausschaut noch. Wir gucken mal rein. Wir gehen mal auf 22 Uhr. Und ihr seht, auch da, wenn wir natürlich die Taste F drücken, haben wir einmal die Frontscheinwerfer, einmal die hinteren Scheinwerfer, dann das Fernlicht und die Arbeitslichter. Ihr seht, da hinten ist alles beleuchtet. Ihr könnt auch sehen, wo der Berg überarbeitet wird oder abgearbeitet wird. Das Material sieht ja rausfließen. Zum Überladen ist das perfekto. Kann man nichts meckern. Was haben wir noch? Blinker natürlich auch dran. Wenn wir mal das Fernlicht jetzt hier ausschalten, machen wir mal so rum. Ist natürlich hier wie ein Original integriert. Links, rechts, vorne. Einmal Warnblinker. Hinten müsste er eigentlich auch irgendwie anzeigen. Wäre ich der Meinung gewesen. Oder beziehungsweise es hat hinten gar nicht. Müsste ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich schalte mal hier auf den Tag vor. Wir schauen mal wieder hier rein. So. Also hier kann hinten nichts blinken, weil hier hinten nichts dran ist. Wenn wir die Maschine wieder zuklappen, drücken wir wieder die Taste X. So. Es fährt sich ja alles zusammen. Das Licht können wir eigentlich ausschalten. Und ihr seht, die Maschine ist zu. Und jetzt klappt das runter. Und jetzt, ihr Lieben, geht auch der Blinker links, Blinker rechts, Warnblinker und unser Licht auch. Es konnte nicht gehen, da das Gewicht ja oben war. So hätten wir von oben drauf schauen müssen. Aber so passt es perfekt. Ja, ihr Lieben,
Das war's von meiner Mod-Vorstellung für die Robermaus von Kolkiki. Lieber Thomas, danke für die wunderschöne Arbeit. Danke, dass ich es vorstellen konnte und durfte. Ihr Lieben, wenn euch die Maus gefällt, ladet euch die runter. Ich verlinke sie unten natürlich rein. Ist bei der LS Bot Company zum Beispiel zum Finden oder ein paar anderen Seiten. Und wie gesagt, ist noch die Beta. Wartet ab, bis die Version 1.0 kommt. Und wie gesagt, da wird noch ein bisschen was optisch aufgewertet. Aber ich kann nur sagen, logfehlerfrei, schön umgesetzt, schöne Texturen drin. Das Partikelsystem wirklich genial eingebaut. Und absolut top. Auch das mit dem Bunker finde ich sau cool. In diesem Sinne bin ich raus. Freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.